Seid gegrüßt zu einem neuen Video. Ja, eine Game Week ist vorbei mit dem neuen Update und wir gucken rein, gar nicht so extrem wie sonst mit einem Recap. Ich glaube, das würde so ein bisschen den Rahmen sprengen bei den ganzen Lineups, die man jetzt mittlerweile stellen kann. Wir werden so ein bisschen drüber gucken, was so ein bisschen mein Eindruck ist, ein bisschen was auf die Ergebnisse, aber gar nicht so detailliert. Dann natürlich die Rewards aufmachen. Und ich werde immer ein bisschen meinen Senf dazugeben, wie sich das eine oder andere anfühlt. Und zwar gab es wieder mal einige Herausforderungen, was ich sehe, da hat anscheinend Sorare im Hintergrund einiges gemacht. Gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem hält. Also die Idee ist cool. Was gut ist auf jeden Fall, dass man hier unten auf Überspringen klicken kann, weil sonst füllt sich da immer diese Leiste mit XP. Und man kriegt ja am Ende nichts. Wenn wir uns jetzt mal angucken, ja, Manager-Level wird gefüllt, schön und nett. Wenn man jetzt frisch anfängt, ist es vielleicht spannend, aber nach einer Zeit ist es eigentlich nur mühsam, sich diese Abzeichen zu holen. Klar, wenn man sich da was freispielen könnte, was irgendwie einen Sinn hat, man kriegt dann irgendwelche Stadien oder irgendwelche Abzeichen, die man sich dann irgendwie auf den Startbildschirm hängen kann und platzieren kann. Und also für mich ist es jedenfalls nichts Spannendes, dass man halt wirklich was spürt, dass da wirklich sich was passiert. Wenn ich jetzt hier ein Abzeichen kriege, dann habe ich das und das, wie so ein Panini-Sticker-Album. Es ist gerade Europameisterschaftszeit und ja, ich vermisse das so ein bisschen. Es gibt auch keine Panini-Sticker, die heißen ja jetzt irgendwie Tops oder so, habe ich gesehen. Das ist alles nicht mehr dasselbe. Aber dass man so ein Feeling hat, dass sich so irgend so ein Puzzle zusammenfügt und man das so bildlich irgendwie sieht und wenn man das irgendwie frei geschalten hat, wenn man danach irgendwas Sinnvolles kriegt. Gut, nun alles erledigt. Das haben sie tatsächlich neu gemacht. Jetzt bin ich nämlich Level 15 vor, war ich irgendwie Level 39 oder sowas. Irgendwas ist da auf jeden Fall im Busch. Ich gucke da nämlich direkt auch mal rein, ob sich im Clubshop was getan hat. Hier ist anscheinend auch nichts. Dann gehen wir hier rein und was ich mitgekriegt habe, es ist so eine Animation gekommen. Das habe ich mir erhofft, aber nicht erwartet. Finde ich auf jeden Fall nett, wenn man hier Enter drückt, dann wird so ein bisschen Revue passiert, wie die vergangene Game Week lief. Cool ist auch, dass, ja, ich habe ja auch noch extra meinen Titel geschrieben, zum Beispiel Muric und seine Underdogs, und dass die da wirklich dann die Karte so rauspicken. Das ist natürlich ein Zufallstreffer, dass jetzt Muric drauf ist. Aber eine von den 5 Karten, das dann drauf ist, aktuell sind es, glaube ich, immer die Torhüter. Trotzdem nett, dann sieht man so ein bisschen, ja, wie die Game Week lief und dann halt so ein bisschen persönlicher Touch von dem Ganzen. Bin bei einigen Game Weeks aufgestiegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt bei Challenger bin ich eigentlich geblieben in der ersten, ja, doch einige Aufstiege. Aber ich glaube, das sind auch viele Ligen, wo ich gleich geblieben bin. Bin aber auch teilweise abgestiegen. Gucken wir ins Rote, ich weiß gar nicht wie oft, ein bisschen, oh, so oft auch abgestiegen. Ja. Ich weiß aber auch noch nicht wirklich, was ich davon halten soll, ob es tut mir nicht weh, dieser Abstieg. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe da überhaupt keine Emotion. Ich weiß nicht, wenn ich früher Pro Evolution Soccer gespielt habe und ich bin da ja, beim Online-Game auf- oder abgestiegen, da war so ein bisschen Ehrgeiz drin. Und hier, es ist so, wo ich sage, ja, was habe ich denn in der anderen Liga so viel mehr? Man vergleicht eigentlich nur, wie viele Rewards, wie viele Gegner man hat, aber dass ich großartig emotional berührt bin, dass ich jetzt sage, oh, es ist so traurig, dass ich abgestiegen bin. Ich fühle es nicht. Ich höre nicht, wie es euch geht. Und hier kommt schon etwas, ich ahne schon Böses, dieses, es sind einige Boxen weniger geworden, aber jetzt überlegt mal, ihr habt da 20, 30 Boxen zum Aufmachen. Ich habe bei uns im Discord-Channel schon gesehen, dass einige zum Beispiel 16 Level-Ups kassiert haben. Aber auch ein paar Karten gewonnen, einige, ein paar schöne Karten. Gratuliere ich recht herzlich allen, die was gewonnen haben. Gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch unter den glücklichen Gewinnern seid, ob ihr da diese 5% geknackt habt, wo man eine Karte kriegt, oder ob ihr ja die 95% übertroffen habt an Level-Ups und ja eigentlich alles voll gemacht habt. Ja, Kartengewinne gibt es keine. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir gucken da in die Game Week rein. In die vergangene, die aktuelle, die läuft auch nicht so wirklich prickelnd. Sind wieder Did Not Place, da kriege ich die Krise. Ja, alles gute Platzierungen auf den ersten Blick. Man guckt hier, optisch ist es schön, dass man jetzt links so eine Übersicht hat, grob. eine Übersicht auch mit Auf- und Abstieg. Aber hier sind auch nicht die Puller-Punktzahlen. Also ich sehe jetzt nicht so, dass ich irgendwie enttäuscht bin. Das sind alles so hier zum Beispiel 345 Punkte. Bin ich knapp aus den Rewards rausgerutscht. Aber man hat es einfach viel, viel schwieriger, Karten zu gewinnen. In Season tendenziell fühlt sich so an, dass man realistische Chancen hat, zumindest kleine Preise zu gewinnen. Natürlich darf man halt nicht fehlen. Ich denke zum Beispiel hier an diese Game Week mit Rare. Da hat es angefangen mit einem, ja, mit 102 Punkten von Moncayola und Duncan mit 66 Punkten und dann ging es schon mal bergab. Nach 2 Minuten oder was hat Liverpool das Gegentor schon gekriegt und da habe ich schon gewusst, da geht gar nichts mehr. Und da waren Miranda noch auf der Bank, war auch nicht so zu erwarten. Ja, war der Traum, dass man hier irgendwie $55 gewinnt, schnell mal durch. Wolfsburg bin ich auch so ein bisschen überrascht worden von der Aufstellung von Hasenhüttl und dann halt die rote Karte von Maxime Lacroix, wer es gesehen hat. Also ich weiß nicht, wie leicht heutzutage rote Karten gezupft werden. War für mich absolut ein Witz. Im Endeffekt hätte sich, glaube ich, eh nicht wirklich was geändert, dass ich da trotzdem irgendwie reingerutscht wäre. Von den Punkten her, was hätten da gefehlt? Oh, 38 Punkte. So, das wäre sich vielleicht sogar noch was ausgegangen, wenn man die rote Karte wegzieht. Nichtsdestotrotz, das waren oft gar nicht so schlechte Lineups hier auch. Emeka hat sich verletzt, 100 Punkte Traoré. Oblak hat ein Tor gekriegt. Sung Lee hätte ich ahnen können, dass er auf der Bank startet nach der halben Weltreise. Moritz Jens habe ich mir hier so ein bisschen verzockt. Hätte den eigentlich eher in der Startelf erwartet. Dem war nicht so. Ridley Barco war vielleicht noch ein bisschen verkehrt, aber ja, woher soll ich denn wissen, dass Lovro Meyer ein Tor macht? Und ansonsten von den Lineups Wolfsburg kann man vergessen. Cool finde ich das mit dem Text, dass man so sein Team benennen kann. Skorupski hat nicht gespielt, war auch wieder überraschend, diese Rotationsgeschichte. Und hier habe ich mich so ein bisschen eben verzockt mit Wöber, den habe ich kurz vor Schluss noch reingetan. Wäre sich aber eh nicht ausgegangen, weil Oyarzabal hat auch nichts gerissen. Basis war nicht schlecht, Schlager, Gulaschi und Orban ganz stark gewesen. Dann hier in den Lineups, ja, alles relativ durchwachsen. Immer wieder mal so ein Knaller wie hier Brooks Lennon mit 100 Punkten, der Rest relativ überschaubar. Auch hier Toby Alderweireld, Rest auch okay, nur Jansen ist in der ersten Halbzeit ausgewechselt worden, der hat, glaube ich, eine rote Karte gekriegt. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ob er jetzt verletzt raus oder ob die dann defensiv umgestellt haben. Hier Hani Mukt habe ich geschrieben, Hani one time please. Er hat endlich ein Tor gemacht, aber der Rest halt nicht. Bamford hatte 2 Chancen, 2 Spiele, fast über die gesamte Distanz. Und Callum O'Hare, ich habe es mir das zweite Spiel angeguckt. So ein geiler Kicker, aber irgendwie nicht das notwendige Glück. Dementsprechend ging hier auch nichts. Hier Tyler Boyd nicht gespielt in dem Lineup, Rasmussen mit einer 100. Also Kapitän, Treffer, so gut, immer wieder eine 100 und den Kapitän ausgewählt und dann der Rest. Ja, Kraut und Rüben auch hier in Division 5, relativ okay, Platz 500, kannst nichts anfangen, da wirst du nichts reißen mit 320 Punkten. Ich habe teilweise von euch gesehen, 400 Punkte und keinen Reward. Der Frustfaktor geht richtig hoch. Hier Contender war eigentlich so gut wie gar nichts zu holen, was ich sehe. Und auch in Classic war eigentlich, ja, hier noch mit 352 Punkten. War noch ein Line-Up, wo ich sage, ja, bis auf Akasiba, den hatte ich als Kapitän ausgewählt. Der war so ein bisschen die Schwachstelle, hat, glaube ich, nur 47 Punkte gemacht. 352 Punkten war da halt nichts drinnen. Es haben dann am Ende, 37 Punkte haben gefehlt. Für einen Reward, das wäre sogar machbar gewesen, sind aber auch dann 390 Punkte, dann kriegst du eine Tier 5 Karte. Was sich für mich am besten noch immer anfühlt, sind die alten Modi. Ich kann es nicht anders sagen, also die Division sind für mich, es fühlt sich irgendwie wie Arbeit an, es hat irgendwie keinen Reiz, einfach so das beste Team aufstellen, irgendwie so gucken, irgendwie welche Division, da habe ich auch noch nicht so den Dreh raus und was macht Sinn. Hat, glaube ich, jeder so ein bisschen das Problem gehabt, aber wenn ich die Cap-Modes, wenn ich das hier aufklappe, das fühlt sich schon irgendwie an. Da hast du auch diese Caps, wo nicht jeder die besten Teams aufstellen kann, besten Karten. Auch hier ging jetzt nichts, ich habe mich so ein bisschen verzockt. Gerade bei Limited bin ich zum ersten Mal auf die 340 gegangen. Wäre sich sogar gut ausgegangen. Luke Eiling hat im zweiten Spiel noch ein bisschen was geliefert. Aber Callum O'Hare auch hier mit den 2 Games lief nicht und Angus Gunn. 2 Spiele mit Norwich, zweimal kein Clean Sheet passiert und Dazen Maeda 3:0 hat Celtic gewonnen, kein Scorer, war auch ein bisschen bitter gegen den Tabellenletzten und Fernando Bernardeschi, der mich kurz vor Schluss noch reingetan. Warum auch immer, irgendwas war da, irgendwer hat nicht gespielt, habe ich den rausgetan. 70 Punkte für die $8, die gefehlt haben. Hätte ich die 270 ausgewählt, wären wenigstens $2 rausgekommen. Und beim Rare Threshold Montag früh gucke ich rein und Camilo Vargas 3 Gegentore. Atlas momentan von der Rolle. Santa Maria, ich glaube seine 7. rote Karte in dieser Saison. Seine 20. in 2-3 Jahren, also der ist absolut eine Katastrophe. Und Boa Blume wurde nur eingewechselt, war für mich jetzt überraschend, hat auch noch ein paar Pünktchen gekostet. So ein bisschen schade, $15 nimmt man mit, die Basis war ja nicht mal so schlecht. Aber sieht man ja, lief damit auch nicht gut. Auch hier sah es im ersten Moment gut aus, Baumann ging auf die 100 zu und dann ja hinten raus die letzten paar Minuten Leverkusen wieder gedreht. Ich habe wenigstens gehofft, dass es noch 1-1 ausgeht, aber ja, des einen freut, des anderen leid. Viele mit den Leverkusen-Stacks haben wieder gefeiert, wäre aber hinten raus eh nichts Spannendes gewesen. Auch hier Aguirre eben bei der 3:2 Niederlage nichts gerissen. Aaron Long haben sie auch brav geknabbert an den Punkten. Scott McKenna, die haben auch noch mit Kopenhagen hinten raus verloren gegen Brøndby. Und ja, Jensen hat auch nichts gerissen, also wäre eigentlich eh nur vergeudetes Zittern gewesen. Somit freuen sich wenigstens die Leverkusen-Fans. Hier Cap 270, wäre auch viel drinnen gewesen. Ich habe einen Defensivblock von Austria Wien drin, Früchtel und Martins haben geliefert. Galvao eher weniger, hat eine gelbe Karte nachgeholt, ein paar Fehler gemacht, viele Ballverluste, Zweikämpfe verloren, dann verlierst du halt. Und kapitänstechnisch habe ich da mal komplett daneben gegriffen. Er hat dann nur gegen Cheon gespielt und im zweiten Spiel 90 Minuten auf der Bank. Denke mal mit einem anderen Stürmer und einem anderen Kapitän wäre da wenigstens vielleicht ein Reward rausgekommen. Also Fazit, es war nicht viel außer ein paar Boxen und selbst da bin ich überall der Reihe nach rausgerutscht und da gucken wir mal rein. Ich gehe mal stark davon aus, dass es hier nur Level-Ups gibt, was ja nicht schlecht ist. Also ich finde die Level-Ups grundsätzlich ja gut, nur nicht 95%. Also nicht 95%. Haut ein paar Credits rein, haut noch irgendwie 5% Credits rein. Wer das nicht kennt, das ist dieses Geld, was man kriegt, aber halt nicht auszahlen kann, sondern das ist so ein 50% Gutschein, sowas in die Richtung. Sowas kann man zum Beispiel raushauen, 5% oder sowas. Das bleibt ja eigentlich eh so ein bisschen bei so Rare drinnen. Das sind ja Karten, die sie Diamanten sind, kosten ihnen ja eigentlich nichts. Das ist ja der Witz in der ganzen Sache. Und so freut sich einer was. Credits, du kannst eine Karte kaufen, 50% Rabatt, ein paar so Rare Coins reinschmeißen, was kann man da noch, vielleicht dieses Trainings, Academy Teams, vielleicht so ein bisschen, ja vielleicht so ein Team reinschmeißen, auch vielleicht da 3% rein, dass ich so ein bisschen verteile, aber nicht 95 Level Ups, das ist schon viel. Und der erste Pick ist Level Up und Level Up. Ich werde vorspulen, nicht dass ich euch hier langweile mit Level Ups. Ja, wie erwartet, alles Level-Ups gewesen und auch noch etwas, was mir eingefallen ist, ja, es gibt ja verschiedene Boxen, irgendwie Elite, Premium und sonst was, dass wenigstens da eine Abstufung gibt, dass zum Beispiel bei der Elite-Box 10% Wahrscheinlichkeit einer Karte ist oder irgendetwas, dass das irgendwie einen gewissen Wert hat. Es hat noch nicht irgendwie bei mich irgendwie so gepackt, wo ich sage, boah, es hat sich alles geändert, es ist der komplette Game Changer und ich gucke hier rein und ich fühle eigentlich nur, wenn ich Aufstellungen machen muss in der nächsten Game Week, es ist diese Divisions, eigentlich ist es Arbeit. Eigentlich kannst du irgendwo reinschmeißen, die Teams, du hast kein Cap, du kannst in Division 2, 3, 4, 5 reingehen, am Ende bist du vielleicht in allen Divisions, in Division 1, wie auch immer das dann geht, ob das so läuft. Klar, dann hast du ein bisschen was gewonnen vielleicht. Aber im Endeffekt, wenn du Pech hast, steigst du nur auf die ganze Zeit und gewinnst aber nur Boxen, weil es immer nur für den Aufstieg reicht, aber nicht für den großen Sprung nach oben. Gerade für so eine Gallery, jetzt bei mir von der Qualität der Karten, das sind halt keine Premium-Karten großteils dabei. Ich habe jetzt gerade eben auch Julian Carranza verkauft, weil ich einfach diesen Trader-Instinkt habe und sage einfach, die Preise sind zu gut, was soll ich denn da großartig riskieren? Ich habe im letzten MLS Weekly, das haben wir übrigens nicht reingeguckt, ja, da lief nichts. Ricky Puig, genau wenn ich den habe, läuft nichts. Carranz hat ein Tor noch gemacht und der Rest war auch relativ durchwachsen, da gewinnst du halt wieder nichts und dann hast du nicht die große Freude. Aber wenn ich U23 gucke, das sind so meine Lineups oder hier in den Cap-Mode zum Beispiel rein. ja, Cap 220, 240, 270, dann würden sie vielleicht noch über 32, noch Underdog, Specialist, das sind so die Sachen. Division, selbst wenn ich was gewinnen würde, es ist nichts, wo ich sage, die haben jetzt irgendwas rausgehauen, wo man da das ganze Gaming in diesem ganzen NFT-Game auf den Kopf stellt. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Beobachte ich mal jetzt weiter in Zukunft, es wird sicherlich noch ein bisschen was optimiert. Auch das Thema mit der Midweek hier, man wird jetzt nachträglich, da hat auch Sorare lustigerweise, glaube ich, 1-2 Stunden bevor, also 12 vor 12 Stunden, das war dann irgendwie am Nachmittag, haben sie rausgegeben, ach, uns ist was eingefallen. Wir haben das im Discord noch diskutiert und ich sage so, das ist wieder so eine Sache, wo Sorare es nicht zu Ende gedacht hat. Und so war es auch. Also ich habe es bis zum Schluss gedacht, die können das doch nicht machen. Weil für mich war klar, Wochenende Divisions, unter der Woche irgendwelche Specials, Champions League, was weiß ich, Ü23, Underdog, 3-4 extra Dinger und dann halt ein bisschen runterfahren die ganze Geschichte. Also nicht vollknall mit diesem Division-Ding, wo die Leute nur auf Karten kaufen. Was macht Sorare? Sie machen weiter mit dem. Sie drängen, zwingen will ich nicht sagen, jeder muss selber entscheiden, aber sie drängen nur die Leute, kauft neue Karten, sonst seid ihr nicht drinnen. Und dann machen sie das mit diesem Auf- und Abstieg. Ja, so wie es dann endet, wirst du nachträglich in diese Ligen dann eingeteilt. Das heißt, wenn du jetzt in der vergangenen Game Week, zum Beispiel in der Premier League in Division 3 warst, bist abgestiegen, du stellst für Division 3 auf, aber wirst zum Beispiel in Division 4 klassifiziert. Und hier bin ich zum Beispiel zweimal in Division 4. Du verlierst ja den kompletten Überblick. Du weißt ja gar nicht mehr wo. Du musst dann gucken, ja, wo war ich denn da? Mit wem steige ich ab? Wo sind wie viele Teilnehmer? Wo lohnt sich's? Wisst ihr, was ich meine? Also ich bin da komplett nicht wirklich happy, wie das so gemacht worden ist. Wenn das mit dem Wochenende ist, du hast unter der Woche Zeit, dich neu zu sortieren, sagen, ja okay, hier bin ich da und da, stelle ich da auf, aber dann plötzlich, oh, Überraschung, du bist jetzt in der Division, da gibt es ein bisschen weniger zu gewinnen, weil das hast halt Pech, hast nur 3% Payouts zum Beispiel oder in einer anderen Division hättest du 7% Payouts oder sogar 10% Payouts an Karten oder in-season Preisgelden. Alles so Punkte, die mich so ein bisschen stören und das summiert sich ein bisschen und irgendwo sage ich, es ist kein Weltuntergang, weil es zeichnet einfach Sorare aus. Viele gute Ideen, auch Rivals, sehr gute Idee, die Grundidee sehr nett, aber nicht zu Ende gedacht, einfach nicht zu Ende gedacht. Ich schreibe denen immer, ich verlinke die mittlerweile, weil es mich nur noch so nervt. Du hast so viele Produkte auf der Welt, die funktioniert haben, wo man sich einfach das Beste rausziehen kann. Dann denken sie sich, da gab es, ich glaube FIFA war das, ne? Oder EAFC oder wie die heißen, die haben auch irgendwas mit so Auf- und Abstieg-Dingern gehabt. Ja, nehmen wir das, das ist cool. War nicht das Lebensverändernde, das Gaming-Verändernde. Sollen sich was von World of Warcraft rausgucken? Sollen sich was von Slot-Machines rausgucken? Oder auch anderen Geschichten, die erfolgreich waren. Ich finde zum Beispiel bei Rivals genau geil, dieses Tiki-Taka, wo du da ein bisschen Einfluss hast. Wieso nimmt man das und baut das nicht ein? Auch warum nicht ein Bewerb eben mit 11 Spielern? Wenn die schon Divisions machen, hätten sie auch 11 Spieler nehmen können. Brauchst du auch mehr Karten, aber kannst wenigstens taktisch was entscheiden. Du hast ja nicht so diese Selbstentscheidung. Du sollst einfach immer 5 Karten aufstellen. 5 Karten, das Einzige, was du vielleicht entscheiden kannst, ist jetzt, welche Division du aufstellst. Oder so wie ich muss sowieso in allen aufstellen, theoretisch. Das ist keine Entscheidung. Du hast keine großartigen Entscheidungen, wie kann ich das verändern, sondern die 5 Karten, die du zusammenkaufst, das ist das Einzige, ist ja auch, will ja nicht alles an die Wand schwarz malen. Ja, so ein bisschen was fehlt und genauso auch bei Rivals, da fehlt irgendwie so eine Motivation, dass ich sage, ja gut, das mit den Missionen ist nett, kurzweilig, spielst du es ein bisschen, ein paar Wochen und nach einer Zeit, ja, was hast du denn gewonnen, Tickets, klar, Free-to-Play, ich rede nicht, dass da jetzt große Gewinne sein müssen, aber es ist einfach monoton, langweilig. Da gibt es irgendwo diese Ranglisten, wenn man bei Rivals reingeht, Gesamtbestenliste. Was kann ich denn da gewinnen? Was kann ich denn machen? Vor allem Gesamtbestenliste steige ich neu ein. Wie soll ich denn da hochkommen? Auch ein Punkt, braucht ja ewig, macht Wochenranglisten, macht Monatsranglisten, haut nicht immer nur Karten raus, macht so Rare Coins, macht auch einen Clubshop irgendwie einen ordentlichen, wo dann diese Rare Coins endlich mal einen Sinn haben. Ich habe da diese 100.000 Coins, ich hätte wahrscheinlich 200.000 gehabt, ich habe nämlich auch noch ein paar Coins rausgeballert für einige Aktionen, weil ich dachte, ja, die machen ja seit über einem Jahr, wo sie da mal in dem Talk drin waren, nichts Es wurde alles groß angekündigt und immer nur so ein bisschen, ja, eine Grundidee und wir gucken mal. Und in der Zwischenzeit springen die Leute ab, verlieren die Geduld und es wird immer mehr und mehr, weil sie es nicht zu Ende denken. Ich weiß nicht, woran es liegt, wie die intern arbeiten, welches System die haben, welche psychologischen Muster die hernehmen und wie sie die Leute motivieren. Was ich immer sage, so Rare muss süchtig machen. Es muss viele Faktoren geben, wo man einfach Bock hat und in der Früh das erste, was man macht, so Rare aufmacht und reinguckt, was ist los. So wie es am Anfang eine Zeit lang war, gucken, habe ich Angebote, kann ich eine Karte verkaufen, traden, süchtig gemacht. Traden kannst du momentan komplett vergessen, komplett in die Tonne kloppen, ein bisschen was geht immer, aber so wie es am Anfang war, ist weg. Gaming ist hartes Brot, dass du da irgendwelche Rewards gewinnst, so am Anfang haben es dir hinterhergeschmissen, dass du irgendwie 300 Punkte machst, hast du irgendwie eine Tier 5 Karte schon gewonnen. Jetzt musst du richtig hart kämpfen. Motivation weg. Rivals war am Anfang cool, hast du ein bisschen mitgemacht. Jetzt irgendwie so anstrengend, dass ich Rivals am Wochenende Line-Up stelle, da reingehe. Es ist spannend. Rivals ist schon cool, wenn 1 gegen 1 und du hast ein paar Punkte und dann machst du einen Austausch und dann geht das sogar noch gut. Es sind viele kleine Faktoren, wo ich sage, schon geil, ja. Aber wofür machst du es dann? Dass du dann so eine Box gewinnst und dann hast du wieder Tickets drin. Fehlt einfach die Langzeitmotivation. Da geht es nicht um die Boxen, was drinnen ist. Dass da eine Abwechslung drin sein sollte, ist natürlich nicht vom Nachteil und es sollen irgendwelche Ingame-Geschichten von mir aus sein, aber Abwechslung. Aber irgendeine Gesamtrangliste, wo ich da irgendwo was steige, das sind alles so Faktoren. Das ist etwas, wo ich sage, da fehlt noch einiges bei so Rare und irgendwo verzetteln sie sich meiner Meinung nach momentan. Mal gucken, denk mal bis zur Europameisterschaft. Bin ich momentan vorsichtig. Vielleicht haben die noch was irgendwie in der Hinterhand, vielleicht überraschen die uns bei der Europameisterschaft mit irgendeinem Spektakel. Ich werde da immer ein bisschen vorsichtig, weil momentan sind viele Grundideen, die wirklich gut sind, aber halt alles fühlt sich nicht zu Ende gedacht an. In diesem Sinne, gerne in die Kommentare schreiben, wie denkt ihr über das neue Update, wie lief es bei euch, alles was euch auf dem Herzen liegt und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.